ein großes Aufbegehren. Wir brauchen wieder neue 1-1-Spiele, aber da war ich eigentlich nie weg von. Auch jetzt gehen wir schon wieder ein, zwei Schritte weiter, ja, dass wir sagen, okay, jetzt kriegt Kerem bestimmte Aufgaben von mir, die sich erstmal sehr verrückt anhören, sehr komplex anhören und haben eigentlich auch den Sinn und Zweck, einfach das Ganze jetzt noch stärker in die Beidfüßigkeit reinzurutschen, indem wir langsam in die Bewegungskompetenz kommen. Und da müssen wir auch wieder vorsichtig sein, dass wir nicht zu früh reingehen, aber auch nicht zu spät, weil Spieler wollen auch schnell überzeugt sein, dass das Ganze funktioniert. Wir fangen jetzt an, entsprechend mal mit der Bewegungsaufgabe Ritas. Ritas sieht wie folgt aus. Wir haben drei Kontakte außen, außen, außen. Und während Kerem das immer wieder vormacht, beschreibe ich, was der Buchstabe, welche Finte oder welche Bewegung dahinter sich verbirgt. R steht für Revelino, I für Innenseite, T für Tostão, A für Ausfallschritt und S wie Schere. Für Revelino, I für Innen, T für Tostão, A für Ausfallschritt und S wie Schere. Wunderbar! Ja, jetzt möchte man meinen, Tostão, jetzt ist es aber richtig fantasievoll hier bei Novak, ist es auch. Tostão ist ein brasilianischer Fußballspieler und diese Bewegung, die hier gemacht worden ist, von Kerem jetzt nicht so hundertprozentig, weil mir das Springen ein bisschen zu wenig war, hat einfach einen tieferen Sinn in der Verbindung, wie wir die Aufgabe nachher lösen wollen.